Moin, hier ist Axel vom UCC Hamburg. Hier mal ein kleines Video über so Sachen, die wir in den letzten 2 Wochen so getrieben haben. Jo, habt Spaß beim Gucken. Mit einer 90 Grad Fußarbeit macht. Ich hab's doch. Das reinzugreifen, muss mal reinzugreifen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind alles 4 Starten. Ich bin hier. Und mit hinterher. Alle Zeit. Dazu wird pariert und gleichzeitig geschlagen. Sehr gut. Das. Was macht ihr da? Mit der Klatsche hier durch die Mitte zu arbeiten, das ist eine wirklich gute Idee. Kommt kannst du natürlich auch nicht, aber guck mal, ich kaum gut mit dem hinweg und arbeite von hier weiter in der ganzen Geschichte. Das wäre die Klatsche durch die Mitte. Mit dem Cross zu arbeiten, ist natürlich genauso sehr wichtig. Und selbst wenn er den hier kriegen sollte, dann habe ich ihn ja in so einem Schachspiel hier aufhalten wird. Das ist wirklich, wie gesagt, das klassische Rapierfecht. Ne? Ich komme mit dem Dolch, den Zack und gehe direkt hinterher in der ganzen Geschichte. Deswegen. Ich das war trotzdem eben echt sinnig, dass ich 1, 2, 3, 4, den hier wegnehme und gleichzeitig hier bereit bin, hier weiterzumachen. Also, ja, so. Jetzt wird er gemacht. So. Das ist unser Grundgedanke, dass ihr das hinkriegt. Die ganze Mission, 1, 3, 4, 5, und dann gehen wir weiter. Ja, so. Das ist schon toll, wenn ihr so etwas hinkriegt. Ich mache es auch ein bisschen intelligenter, noch lustiger, gleich in die Luft zu nehmen. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eine Farbe leer, Kopf drauf, und gut, jetzt komme ich nochmal 1, 2, 3, 4. Richtig ballert. Sehr schön, genau. Schlagen, kontrollieren, meiden und arbeiten. Genau. Einzige, so 1, 2, 3, 4, 1, 4, Rhythmus, 1, 2, 4, das ist der Grundgedanke. Ja, Alter, auch. Ich habe hier mindestens 5 Augen von dir. Ja. Wenn ich 5 hätte. Ja, der Große war es mit Sicherheit nicht. Na, Logo, der Große und Christian. Der Christian kann das ich gucke mir das nachher nochmal auf dem Video. Ja, siehst du jetzt? Guck mal, schon ist die Beweise ganz anders. Er könnte es auch gewesen sein. Alles klar, alles auf Video hier. Aber erstmal sagen, du warst es. Denunzieren. Der Denunziant ist der Schlimmste. Ne? Hier gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Alles klar. 1, 2. Also 1, 2 und dann kommt 1, 2. Bleib mal warm, um hier wieder hinterher zu arbeiten. Genau, schön. Jo,
jetzt kommt nochmal ein kleines Sparringsvideo mit einem von meinen Jungs, der trainiert etwa anderthalb Jahre bei mir, vom Kickboxen, gerade mal 16 Jahre alt, aber eben auch schon 1,90 groß. Das habe ich jetzt hier nicht reingestellt, weil ich damit auf die Kacke hauen will, sondern weil es für Leute mit offenem Geist bestimmt mal ganz interessant ist zu sehen, wie ich ab der Mitte des wirklich entspannten Sparrings anfange, Kickboxen mit UCC zu mischen. Und man kann da mal ganz gut sehen, wie man so als UCC-Mann halt mit Kicks dealt. Ne, also, dass man die eben abwehrt, dass man die aber auch gegebenenfalls mal frisst, um den anderen eben zwei, drei Dinger zu verpassen. Weil lieber ein paar gute Schellen hauen, als einen Kick abwehren. Am besten natürlich, wenn beides klappt, was es hier auch gibt. Ja, schaut es euch an, habt Spaß. Jo, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, ich sag's ja nach jedem Video, schaut vorbei, wenn ihr es nicht könnt. Auf der UCC Hamburg Seite gibt es unter Video on Demand jede Menge Online-Kurse, Technikvideos und Lern-DVDs. Da kann man sich wirklich eine Menge Konzepte rausholen, die eigentlich jeden, der mit den Händen kämpft, neue Ideen geben. Also UCC Vollgas.